Helmkameras sollen verboten werden. Herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog. Heute soll es um das Thema Dashcams bzw. Helmkameras gehen. Aktuell ist mal wieder das Thema ganz groß in den Motorradmedien. Da geht es darum, dass eventuell in Deutschland Helmkameras oder Dashkameras verboten werden könnten. In einigen Ländern der Europäischen Union ist es bereits so, zum Beispiel Österreich. Da sind Helmkameras verboten und könnte ja in Deutschland auch mal der Fall sein, dass es tatsächlich so kommt. Der Grund, der angeblich herbeigenommen wird, ist angeblich Eingriff in diese Persönlichkeitsrechte, Datenschutz und so weiter. Tja, die Politiker rechtfertigen das so, dass man ja persönliche Daten wie Kennzeichen, Gesichter und so weiter, wenn man das Video jetzt veröffentlicht, zeigt und preisgibt. Und das ist wohl ein Eingriff in die Privatsphäre und verletzt das Datenschutzgesetz oder verletzt Datenschutzgesetze in den jeweiligen Ländern. Und ja, in Deutschland ist dieses Thema Datenschutz ja auch ganz, ganz heiß diskutiert. Also da dreht sich ja fast überall nur um Datenschutz. Und nur hat man da scheinbar wieder Futter gefunden mit diesen Helmkameras, wo man da jetzt wieder ansetzen kann. Ich bin aber der Meinung, dieses Verbot für Helmkameras kommt ganz woanders her. Und zwar ist es ja so, dass in manchen Ländern auf unserer Erde die Regierungsorgane bzw. sämtliche Institutionen, sage ich es einfach mal so, wie Polizei oder Behörden oder einfach generell, also diese Ämter, die sie hoheitlichen Befugnisse haben, dass die nicht in allen Ländern so, sagen wir mal, ehrlich sind. Ich drück's mal so aus. Es gibt viel Korruption in der Welt und in Russland zum Beispiel, nur mal als Beispiel Russland, ist es üblich, dass man im Auto eine Dashcam hat. Wer jetzt nicht weiß, was eine Dashcam ist, die Dinger filmen in der Endlosschleife, nach vorne gerichtet, aus dem Auto heraus, und im Falle eines Unfalls oder eines korrupten Übergriffes irgendwelcher Staatsorgane hätte man denn einen Beweis auf Video, dass da irgendwas nicht ganz richtig gelaufen ist. So, das erstmal dazu. So, und diese Dinger sind ja jetzt nur weltweit, verbreitet, und viele Leute haben sich da mittlerweile auch schon so ein Ding gekauft, und eben genau, falls mal was ist, hat man was auf Band und kann sagen, hier, ey, der war schuld und nicht ich, der hat unsinnig gebremst oder so, was weiß ich. Und deswegen sind die Dinger, also sind die immer mehr beliebt, diese Dashcams, und klar, auch bei den Motorradfahrern oder Sportlern, diese Actioncams, so wie wir es alle hier haben, GoPro, Drift und wie sie alle heißen, sind immer beliebter und sind auch stellenweise erschwinglich geworden. Ja, und deswegen hat man meiner Meinung nach jetzt einen Ansatz gefunden, wie soll ich das sagen? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich bin der Meinung, das kommt nicht daher, dass man Datenschutz verletzen könnte oder dass man irgendwen im Internet zeigen könnte, dass sich da irgendjemand angepisst fühlt. Ich meine, dann darfst du ja nie wieder eine Kamera auf jemanden richten, dann darfst du ja keine Urlaubsbilder machen und gar nichts. Ich denke mal, das kommt eher daher, dass man was gegen den Staat in der Hand hätte, wenn mal irgendwas nicht ordnungsgemäß abläuft. Man kennt das aus dem Fernsehen, man kennt das aus dem Internet, diese Übergriffe von Polizeibeamten, zum Beispiel in den USA, da wird jemand nachts willkürlich angehalten, dem werden irgendwelche Sachen vorgeworfen, die er gar nicht begangen hat, und dann passieren Dinge, die man am helllichten Tage in der Öffentlichkeit oder in größeren Bevölkerungsmengen niemals machen würde. Genau, und diese Korruption und es ist halt der Auslöser dafür, dass sich immer mehr Leute
so eine Kamera reinhängen. Zuerst in Deutschland ist das vielleicht nicht unbedingt der Grund, weshalb die Leute das machen, aber in anderen Ländern ist es halt so. Und eben, weil man dann in diesem Moment was gegen dieses Staatsorgan in der Hand hätte, bin ich der Meinung, hat man einfach jetzt den Datenschutzaspekt herangezogen, um zu sagen, die Leute werden dadurch öffentlich gezeigt und die Nummernschilder werden gezeigt, Namen, Adressen, Gesichter, bla, irgendwie so ein Quatsch, wird dann halt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es ist ja okay, es stimmt ja auch so ein Stück weit, ja, aber man muss auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen und sich nicht da so einen wegspinnen wegen so einem Scheiß, ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin der Meinung, man hat das oder man möchte das verbieten, wenn es denn tatsächlich in Deutschland so weit kommt. Einfach nur, weil man ja dann einen Beweis hätte gegen Staatsorgane. Und ja, wäre natürlich ein bisschen blöd für so einen Menschen, der hoheitliche Befugnisse hat, wie zum Beispiel Polizei. Man hätte dann tatsächlich was gegen den in der Hand. Ja, ist genauso bei Demonstrationen, wenn da irgendwelche Leute mitfilmen und hinterher irgendwelche Videos auftauchen, die Gewalttaten der Polizeikräfte zeigen. Ja, ist ja auch nicht so gern gesehen, ja. Wird dann sofort einkassiert, beschlagnahmt, jahrelang ausgewertet, also in Anführungszeichen ausgewertet. Ja, und dann irgendwann heißt es dann, ja, das Video ist weg. Hat man auch schon öfter in den Medien gehört, sowas. Also ich sage mir ganz ehrlich, das ist einfach nur Regulierungswahn, damit man bloß keinen Beweis hat. Das ist wieder ein Stück weit in Richtung totale Kontrolle. Wie das ja sowieso schon seit Kriegsende. Seit dem Zweiten Weltkrieg diese totale Kontrolle, permanent alles überwachen, jeden Menschen irgendwie in irgendeiner Weise nur kontrollieren und gar nicht aufmucken lassen, wenn es geht. Das alles unter dem Deckmantel Datenschutz. Ich bin auch für Datenschutz, also ich lehne Datenschutz nicht ab jetzt oder so, falls das jetzt so klingt. Aber wie ich schon sagte, man muss die Kirche im Dorf lassen und nicht sich nicht ins Hemd scheißen, sage ich mal. Finde ich nicht gut. Würde mich ziemlich dolle ärgern, wenn diese Kameras in Deutschland verboten wären. Also nicht die Kameras an und für sich verboten werden, sondern einfach nur die Benutzung im Straßenverkehr, wenn sie da wieder irgendwelche Einschränkungen regulieren wollen und bestimmen, würde ich blöd finden, weil es würde dann auch keine Motovlogs mehr geben, wäre für euch doof. Ja, und ich könnte keine Motovlogs mehr machen. Ich könnte mit euch auf diesem Wege nicht mehr kommunizieren. Ja, würde ich blöd finden. Aber dieses große Thema jetzt hier mit diesem Verbot von solchen Actioncams oder Dashcams ist ja nicht jetzt erst seit 2014 so. Diese Diskussion gab es 2013 schon. Also es ist jetzt kein brandaktuelles oder neues Thema. Es gibt es schon eine Weile. Nur jetzt hat eine größere Motorradzeitschrift mal wieder das Thema aufgegriffen und hat sich dazu geäußert. Und ja, jetzt sind natürlich alle Menschen empört, die so eine Kamera benutzen. Erst recht die aus Österreich. Und naja, was soll man sagen? Ob es in Deutschland tatsächlich so kommen wird, weiß keiner. Ich glaube es mal eher nicht so schnell, weil einfach die Grundlage dazu fehlt. Weil dann dürfte man nie wieder Videos veröffentlichen. Und dabei spielt es dann auch keine Rolle, ob man das Video jetzt auf dem Motorrad filmt oder ob ich mein Video im Urlaub filme und das dann bei YouTube reinstelle. Wenn man sich mal im Internet umguckt, wie viele Videos es gibt von irgendwelchen Urlaubsreisen oder von irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen, da sind hunderte von Gesichtern zu sehen, da sind zig Autokennzeichen zu sehen, selbst in richtig professionellen, gewerblichen Filmproduktionen sind irgendwelche Kennzeichen zu sehen. Sie hat kein Mensch gefragt, ey Leute, darf ich euer Kennzeichen im Internet zeigen und so ein Quatsch. Von daher, ich glaube nicht, dass es in Deutschland so schnell kommen wird, dass man diese Kameras verbieten, weil einfach diese Rechtsgrundlage fehlt, um zu sagen, ey, jetzt hier sind die Kameras im Straßenverkehr verboten. Wie will man das rechtfertigen? Ist doch Quatsch. Und deswegen glaube ich da nicht dran, dass das so kommen wird. Ja, ich hoffe, euch hat das Thema gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr da unten in den Kommentaren mal ein bisschen was schreibt dazu. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr das Thema seht. Ob ihr genauso denkt oder ob ihr dann eine völlig andere Meinung über dieses Thema habt.
Und ja, lasst es mich einfach wissen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterhin abonniert, mich auf Facebook mal besucht. Der Link steht unten in der Beschreibung. Und bis dahin, fahrt ordentlich, bleibt sauber und bis neulich.